Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online, Folge Nummer 104? Müsste 104 sein. So. Wir sind immer noch in Sephora und wir sind im Nachrichtenmenü, denn ich habe die letzten zwei Aufnahmesessions die Nachrichten nicht gelesen. Das heißt, wir haben jetzt drei Briefe von Verlinker Steinheber mit Schmiedematerialien. Die muss ich jetzt alle vorlesen, bevor wir dann weitermachen können und Richtung Osten gehen können, um Magistravox nochmal eine reinzuhauen. Egal, dazu später mehr. Jetzt lesen wir erstmal die Briefe. Verlinker Steinheber schreibt: Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn euch diese Komponentenlieferung erreicht. Ich reise weiter in Richtung der Ruinen von Bin und Zell und habe vor, sie auf dem schnellsten Weg zu erreichen. Meine Befürchtung, ich würde verfolgt, scheint sich um einen falschen Alarm gehandelt zu haben. Seit meinem Aufbruch aus der Stadt habe ich keine Spur mehr von Kultisten oder Banditen gesehen. Schnappi scheint aber trotzdem weiter unruhig zu sein. Betunsel. Ich kenne Betunsel irgendwoher, aber immer wenn ich sage, ich muss das mal nachgucken, vergesse ich sowieso wieder. Das ist schrecklich. Mir ist etwas sehr Seltsames zugestoßen. Ich schlug gerade mein Nachtlager auf. Nach einem Tag, an dem ich ordentlich Komponenten für euch gesammelt habe, wie ich hinzufügen möchte, da fing Schnappi an zu bellen und lief in die Dunkelheit davon. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist er noch nicht zurückgekehrt. Ich fühle mich wie ein Hawker, der auf das Beil des Schlachters wartet. Aber er jagt wahrscheinlich nur ein Kaninchen hinterher, oder? Das klingt nicht gut. Oh Gönner, was soll ich nur tun? Als ich aufwachte, fand ich eine Notiz, die über meine Schlafmatte an einem Baum geheftet hatte. Darauf stand: Wir haben euren Hund! Wenn ihr Leben wiedersehen wollt, dann verratet uns, wo die Ruinen liegen. Und dann geschrieben war sie von Morella, der Grausamen, der berüchtigten Erzfeindin von Narses Drehen. Oh, was soll ich nur tun? Übrigens sind die Anliegen eure Komponenten. Ja, dafür hat sie noch Zeit. So. Ich finde das immer schön, die kleine Geschichte nebenher von der Frau. Genau, gucken wir kurz ins Questlog rein, was ich machen muss. Ich hab schon wieder vergessen. Abgewehrtes Tagebuch gefunden, eine junge Frau namens Isa hat ein Amulett gefunden. Sollte es der Mutter in der Festung Tal Dake bringen. Und der Schrein des heiligen Velus wurde durch Magistravox entweiht. Ja, wen interessiert's? Dieser letzte Angriff hat den Geist Velus in einen geschwächten Zustand gesetzt. Puh, super. Die Priesterin Velus hat behauptet, dass der dahinschweitende Geist des Heiligen nicht mich erwartet. Ich sollte das Überbleibsel des heiligen Velus am Eingang des Schreins aufsuchen, auf der Treppe und weit der Brücke zur Festung Tal Dake. Alle Wege führen dahin. Und da müssen sie immer noch Stahlsachen herstellen. Das heißt, wir müssen darüber. Das heißt, wir müssen erstmal nach Norden, nach Süden zum Wegschrein. Und dann über die Straße dahin. Machen wir. Wir sind ja aber noch bei Sephora unterwegs. So. Ich hatte in der letzten Folge, genau in der letzten Folge, gefragt, ob ich eventuell auf Schwert und Schild umspecken soll. Da gab es tatsächlich mal einen Kommentar zu, und zwar, jetzt habe ich vergessen von wem, das muss ich kurz gucken, vom Jake Mattix. Hab's direkt offen gehabt. Oh, da ist der Wegschein. Und zwar schreibt er, dass er Schwert und Schild wärmstens empfehlen kann, allerdings ist er auch ein Tank. Ja, gut. Er ist Templar und darum ein Tank. Ich meine, der Dragon Knight kann auch tanken, aber wir sind ja eher, also ich habe den ja eher auf Damage gemacht, wobei ich nichts dagegen habe zu tanken, weil dann kann man alles solo machen. Und hier ist noch ein Buch. Ich finde es übrigens toll, dass es keine Kritik dazu gab, dass ich viele Bücher vorgelesen habe. Schwellenbrücken von Camilonwe von Alino. Aber ich selber fand das auch zu viel. Also die Bücher in den letzten Folgen, die ich vorgelesen habe, das waren einfach zu viele. Also der Jake Mattix, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, schreibt, er kann Schwert und Schild wärmstens empfehlen. Ja, das Problem ist halt nur, ich bin kein Tank. Und ich bin ja sowieso auf Zweihandschwert. Eine Überlegung wär's natürlich. Also ich bin ja auf, ich war ja erst Zweihandkämpfer und jetzt bin ich Zweiwaffenkämpfer. Und nochmal umspecken auf Schwert und Schild will ich ungern machen, auch wenn es eine Überlegung wert wäre.
Ah ja. Keine Ahnung, was das ist. Auch wenn es eine Überlegung wert wäre, einfach nur um warte mal. Kein Feuer spucken. Einfach nur, weil es eine Überlegung wert einfach nur, um das Let's Play eventuell ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Weil wir kämpfen mit Bogen momentan und mit Schwert und Dolch. Und Schwert und Schild wäre eigentlich eine ganz gute Alternative. Aber mal sehen, vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn Schwert und wenn zwei Schwerter oder zwei Waffen zu langweilig wären. Einfach nur ein bisschen Abwechslung reinzubringen, das mache ich eigentlich ganz gerne in Rollenspielen. Einfach den Spielstil ändern, komplett mittendrin. Habe ich bei Dragon Age auch gemacht. War nochmal das Buch über den gewundenen Pfad, das haben wir schon mal gelesen. Das lag nur woanders beim letzten Mal. Ich laufe hier immer noch richtig, oder? Ne, ich laufe komplett falsch. Ich muss in den Osten. Pferd. Also so viel dazu. Auch vielen Dank an den Kommentar und auch vielen Dank an die Empfehlung. Aber es gibt halt dieses Problem, dass ich erst vor kurzem auf zwei Waffen gespeckt bin, auch wenn ich es ganz gerne machen würde. Tatsächlich einfach mal zum Gucken, wie sich Schwert und Schild spielt. Und dann gibt es noch das Problem, dass ich keine Zeit habe, mir irgendwelche Builds rauszusuchen und nicht so viel Zeit habe, um die ganzen Sachen durchzugucken. Also die ganzen Fähigkeiten und sowas und mich mit denen vertraut zu machen. Das Problem hatte ich schon beim Specken auf zwei Waffen, beziehungsweise als ich wieder eingestiegen bin in ESO. Da erinnert ihr euch ja sicherlich auch noch dran, wie ich dann lange rumsaß, um die Fähigkeiten rauszusuchen. Als meine Fähigkeitspunkte neu verteilt werden müssen. So viel dazu. Dann kommen wir zum nächsten Punkt auf der Agenda, während wir dahin reiten, wenn wir zu unserem Ziel reiten. In diese komische Festung. Und zwar das Gewinnspiel, für das ich immer noch kein Enddatum habe. Also ihr könnt noch fleißig Kommentare schreiben. Ich glaube, ein oder zwei kam da sogar nochmal. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und also nochmal zur Erinnerung, einfach unter die 100. Folge schreiben, was euch in 100 Folgen am besten gefallen hat und warum. Wobei sich da ein ziemliches eindeutiges Ding abzeichnet, ein ziemlich eindeutiges Muster. Und zwar die Folge mit Granate Pingpong und Folge 10. Ihr seid der Held, der Sandal bei der gepeinigten Spitze besiegt hat. Ihr habt meinen Respekt. Wer zur Hölle bist du? Mit dem rede ich gleich mal. Und, also dann zeichnet sich ein eindeutiges Muster ab, welche Folgen ihr am besten fandet. Wenn ihr wollt, dass Granate wieder mitspielt, dann müsst ihr mal Granate anhauen. Den YouTube-Kanal von ihm, den findet man ja eigentlich relativ leicht. Einfach in einer Suche bei Kanäle Granate Pingpong eingeben. Oder bei Call of Duty und Minecraft und Destiny ist er unten verlinkt. Bei den Elder Scrolls Folgen weiß ich es gar nicht. Also wenn ihr wollt, dass er mitspielt, müsst ihr ihn anschreiben. Ich kann ihn da nicht zuzwingen. Ich habe mich aber mit ihm unterhalten und er hat gesagt, er hätte schon Interesse daran, aber er müsste dann eben auf Level 24 spielen, weil er hat ESO schon ewig nicht mehr angepackt. Genau. Ein Enddatum fürs Gewinnspiel gibt es nicht. Ich habe ja gesagt, mindestens Ende November. Jetzt haben wir Ende November. Anfang Dezember. So um den Dreh, also in den nächsten Tagen wird es wohl enden. Ich nehme an, ich ende es mit der nächsten Aufnahme-Session. Aber der Gewinner wird ja zufällig ausgewählt, das heißt, jeder hat die gleiche Chance. Und niemand wird bevorzugt. Wie gesagt, einfach unter die 100. Folge schreiben, was euch an den 100 Folgen am besten gefallen hat und warum. Und dann könnt ihr 500 Kronen für PS4 erhalten. Solange ihr einen österreichischen oder deutschen PSN-Account habt. Und, ja, genau. Wir reden mit Varad Zehn. Hier gibt es keine Gastfreundschaft, Fremder. Unser Dorf wurde angegriffen. Wer hat euch denn angegriffen? Khajiit-Piraten. Sie haben unser Dorf überfallen, versklavten uns und raubten unsere Vorräte. Ich habe die Überlebenden hier versammelt, aber ich werde nicht ohne Lil Vatar gehen.
Verfluchte Katzen. Und wo waren die Dunkelelfen? Ihre Flotte soll doch die Küste bewachen. Wir sind an der Küste? Ich dachte, wir... Naja. Wer ist denn Levatar? Wahrscheinlich eher Levatar. Oder wahrscheinlich seine Lebensgefährtin oder sowas. Meine Gefährtin und unser geistiges Oberhaupt. Sie war im Dorf, als die Piraten angriffen. Piraten? Ich bin nur ein alter Salzreisbauer, Außenseiter. Ich flehe euch an. Findet sie und bringt sie zu mir zurück. Könnte es mal ein bisschen höflicher sein, oder? Außenseiter ist unhöflich. Na gut. Levatar ist zwar eine geübte Magierin, aber eben doch nur eine einzelne Saxil. Bitte findet sie und bringt sie heil zurück. Ihr sagtet, Leel wäre eure geistiges Oberhaupt. Was meintet ihr damit? Was für eine bescheuerte Frage, sowas wissen wir. Ich kenne die Argonia unterdessen gut genug. Ganz ruhig, Kokosraspel. Sprecht mit Leel weiter. Renrishra Dreckarbeiter. Warte mal, sind wir tatsächlich an der Küste? Tatsache. Ha! Das ist. Na gut. Warten wir kurz, bis der Typ angelaufen kommt. Oh, toller Bär. Hat Osinium gekauft, ha? Hihi, du brennst! Da haben wir auf die Feuerrudern geholt. Ich meine, Area of Effect Kampfangriff. So, ich habe es ja schon mal gesagt, wo wir gerade bei Osinium sind. Ich weiß gar nicht, wie lange das Let's Play gehen soll. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es eine Hauptstory gibt und die hat auch noch irgendwann ein Ende. Ihr seid schuld an allem. Ihr Was? Und euer törichter Gefährte. Ihr werdet alle für eure Respektlosigkeit büßen. Ich werde mich rächen. Was war das denn für ein Kerl? Warum, Eibruder? Warum warst du nicht damit zufrieden, mit uns an diesem warmen, fruchtbaren Ort zu bleiben? Mit wem habt ihr da gesprochen? Oh, mein Kopf! Ich dachte, ihr wärt mein Eibruder sucht die Nacht. Er hat sie zu uns geführt. Er hasste es, dass mein Gefährte der Dorfälteste war. Er gab den Invasoren sogar unsere heiligen Reliquien. Ein solcher Verrat aus unserem eigenen Gelege. Kann ich euch vielleicht helfen? Ihr seid kein Saxel. Warum solltet ihr uns helfen? Trotzdem werde ich ein solches Angebot nicht ablehnen. Gute Frage eigentlich. Die Khajiit stahlen unsere heiligen Steine und ihre Zauberin nahm unseren Hisszweig. Wir brachten ihn den ganzen Weg aus Schwarzmarsch mit, als wir hier siedelten. Naja, diese Sargonier mit ihren Drogen, die brauchen sie immer. Ich werde eure verlorenen Drogen finden. Beeilt euch! Die Khajiit scheren sich nicht um das, was sie gestohlen haben. Sie könnten die Reliquien beschädigen. Könnt ihr sie zurückholen, ehe das geschieht? Falls ihr das schafft, dann trefft mich am großen Felsen im Norden des Dorfes. Darf ich euch vorher ein paar Fragen stellen? Ich werde beantworten, was ich kann. Aber fragt schnell. Okay, wo kann ich die Zauberin finden, die ihr erwähnt habt? Nee, sucht die Nacht, ist euer Bruder? Interessiert mich eigentlich gesagt. Auch? Moment. Ja, so sehr es mich auch schmerzt, es zugeben zu müssen. Mein Isaac von einem Bruder glaubte immer, er würde der nächste Dorfälteste werden. Aber stattdessen wurde Varazen auserwählt. Sucht die Nacht hat Varazen schon immer gehasst. Aber uns zur Sklaverei zu verdammen? Ich spucke auf meinen eigenen Eibruder. Okay, und wo finde ich die Zauberin, die ihr erwähnt hattet? Sie haben am Ufer ein Zelt für sie aufgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass ihr sie dort finden werdet, wie sie sich an den Schätzen erfreut, die sie aus unserem Dorf gestohlen hat. Und Sucht die Nacht gab ihr den Hisszweig als Geschenk. Das ist die größte frevlerische Respektlosigkeit, die ein Saxleel begehen kann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ein Saxleel ist. Ist das das Argonia-Wort für Argonia? Oh, Gurana. Nee, ich wollte den Fisch ansprechen. Oh, leck mich. So. Okay. Holt die...
Schlüsselglühe des Frosts und ein Eichenbogen. Das war, der hat 400. Ich muss mal kurz gucken, ob der besser ist. Ist der gut? Ist der schlecht? Ich habe versucht, das Buch zu lesen. Die Buchdecke lag. Der ist schlecht. So, okay. Ich soll also Kanaios Hütte. Mal gucken. Ich soll also blöde Steine zurückbringen. Gute Neuigkeiten für die übrigens, die sagen, ich will wieder 30 Minuten folgen. Weil ich glaube, da gibt es einige, die nicht Kommentare schreiben, aber trotzdem den Gedanken haben. Ihr könnt ja trotzdem mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr das wollt. Ich habe letztens, also gestern, die letzte Fitcher-Folge aufgenommen. Monomythos. Der Mythos der Orbis. Also ich habe gestern die letzte Witcher-Folge aufgenommen. Und sobald die online ist, muss ich das natürlich noch schneiden. Was macht der denn hier? Seid still! Diese Katzenbastarde haben mich hier nicht reinschleichen sehen. Ich bin fürs Erste sicher. Ah ja, okay. Also sobald die letzte Folge Witcher online ist, könnte ich theoretisch wieder 30 Minuten Folgen zu ESO machen. Weil es geht nicht nur darum, dass ich dann mehr Zeit habe, sondern dann haben die Leute, die alle Folgen immer gucken, also alle Let's Plays gucken, auch mehr Zeit. Ich habe momentan noch keinen Nachfolger zu Witcher. Wir machen in Ordnung und nah bei euch. Ich sag's dir nochmal, wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche, momentan gäbe es da jetzt zum Beispiel Dark Souls, das sich gewünscht wurde, oder Fallout 4, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Also Spiele, die ich spielen kann, soll. Ach nee, ich wollte mich gerade vorbereiten, den anders anzugreifen. Na komm hier. Ein heiliger Stein. Also falls ihr Vorschläge habt oder Wünsche habt, welches Let's Play noch kommen soll, wie gesagt, Witcher ist bald vorbei. Kann ich hier jetzt schon mal ankündigen. Dann immer her damit. Und auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wieder längere Folgen habt, sonst bleibt es bei 20 Minuten. Wenn ich dann längere Zeit habe, bringt das nichts, wenn ihr keine längeren Folgen haben wollt. Wenn ich denn mehr längere Folgen machen würde, und ihr wollt gar keine haben, dann bringt das nichts. Alter, der Bogen haut nicht rein. Noch ein heiliger Stein. Und da ist noch ein heiliger Stein. Wo ist denn ihr Schiff? Kann ich das kapern und nach Himmelsrand fahren? Zu meiner Heimat? In meine Heimat? Nein, die Batterie von BioShock 4 ist fast leer. Moment, ich muss sie mal kurz einstecken. Kabel getuddelt. Und gleichzeitig kämpfen. Juhu, Rang 4. Da ist der fünfte Giftstein. Moment. Und eingesteckt. So. Denkt, ihr könnt den kleinen Zweig von Mara wahrnehmen? Denkt nochmals nach, krallenloser Hund. Was? Krallenloser Hund? Hellblinder Schulterkappen der Magiker. Ich dachte, die hat den Ding da. Ach, da! Das ist der erste Doom-Spieler, den ich seit langem sehe. So, Hisszweig. Okay, dann zurück zu Leelvatha. Das finde ich super, wenn sowas passiert, wenn man so mit einem Spieler ohne Worte kooperiert. Das passiert viel zu selten. Oft begegnet man anderen Spielern und die ignorieren einen, man ignoriert sie. Und, ach, die ist jetzt im großen Stein, genau. Und dann ist das halt so. Ach nee. Geht weg. Blöden Wespen. Nirrenwurz. Das hat in jedem Elder Scrolls eine andere Wirkung.
In Oblivion war es, um Vampirismus zu heilen. Ich glaube, in Skyrim, da weiß ich es immer noch nicht. Ich weiß, keine Ahnung. Oder ich hab's vergessen. Ich bin ein Feuerspucker. Das ist die Macht der Drachen aus Akavir. Wie wir ja jetzt wissen. Hat also tatsächlich doch nichts mit dem Tum zu tun, obwohl ich das immer gedacht habe. Schade irgendwie. So, wechseln wir wieder in First Person. Ich weiß gar nicht, ob es den Wunsch immer noch gibt, dass ich viel in First Person spielen soll. Aber den gab es zu Anfang des Let's Plays. Habt ihr unsere Steine gefunden? Und den Zweig? Ja, Tatsache habe ich das. Hey, tatsächlich habe ich das. Ich bin froh, dass ich euch vertraut habe. Den Hiss-Zweig zu verlieren, das wäre eine zu große Tragödie für mich gewesen. Sucht die Nacht hat schon mehr als genug Leid verursacht. Wie konnte er uns nur an diese Piraten und Sklavenhändler verraten? Ist dein Herz wirklich so voller Hass? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dein Herz auch voller Liebe gegenüber den Khajiit. Die Khajiit haben die gefangenen Dorfbewohner in Ketten gelegt, um sie an der Flucht zu hindern. Findet den Schlüssel zu ihren Ketten und lasst sie frei. Es hört sich so einfach an, wenn ich das sage. Aber ich bin sicher, in diesem Fluss lauern scharfe Felsen. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Okay, also einen Schlüssel finden. Sonst noch irgendwas? Nur ein kleiner Rat. Beginnt mit diesem großen Zelt. Dort würde ich meinen Schlüssel verstecken, wenn ich ein Khajiit wäre. Wenn ihr nicht getötet und den Krabben zum Fraß vorgeworfen werdet, treffen wir uns am Meditationshügel, sobald ihr fertig seid. Na gut. Haltet Ausschau nach Sucht die Nacht. Er ist wie ein übler Nebel, der durch die schmalsten Ritzen dringt. Eins noch. Wird's denn für die Dorfbewohner sicher sein, nach Stillmoor zurückzukehren? Sobald sie frei sind, werden sie sich im Sumpf verstecken, bis die Khajiit mit der Plünderung unseres Dorfes fertig sind. Sie sind faule Kreaturen und leicht abzulenken. Sie werden sich bald langweilen und weiterziehen, bevor sie uns wieder einfangen können. Ja, ja. Und was ist mit euren Besitztümern? Wollt ihr die nicht zurück? Nur die heiligen Steine und der Hisszweig sind wichtig. Alles andere, was sie genommen haben, sind nur einfache Dinge. Unwichtig und leicht zu ersetzen. Ja, die Dorfbewohner sind nicht zu ersetzen. Ist schon klar. Immer das Gleiche. Wenn ich ein Khajiit wäre, würde ich den Schlüssel aber nicht im größten Zelt aufbewahren. Wenn ich ein Khajiit wäre, würde ich den irgendwie in meinem Schuh aufbewahren. Weil das sind ja geweifte Diebe. Entzündet es! Umgehen! Ich kann es auch entzünden, pass auf. Ach, glaub ich. Na, Mieze, in den Sack mit einer Rose und Zeugs. Mach mich los. Ja, ich bin ja schon dabei. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Quest? Müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Ich muss erst mal den Schlüssel holen. Jeder hat seinen Preis. Meiner ist 10 Gold. Ha! Huren die hier rum? Khajiit. Noch, das funktioniert. Ein Schluck des Lebens. Da ist noch ein Buch. Das Handbuch der Zauberkunst. Erste Schritte in der Magie. Auch die mächtigsten Magier Tamriels waren einst Anfänger. Ja, und viele sind es immer noch. Die Piratenschatulle. Verschwindet, Außenseiter. Das ist nicht eure Angelegenheit. Ja, bevor wir mit dem reden, muss ich mal ganz kurz in die Option gehen. Aus irgendeinem Grund hat sich die Steuerung bei mir geändert. Kamera. Und zwar die Empfindlichkeit, die ist schrecklich.
Ah ne, das ist... Oh Gott. Die horizontale und vertikale Empfindlichkeit ist unterschiedlich. Kann man die einstellen? Nein. Oh Gott. Grauenvoll, ich hasse das.